Zu unserer heutigen Aktienanalyse wollen wir uns einmal das Unternehmen von British American Tobacco genauer anschauen. Sie ist mit einem KGV von 9 momentan relativ günstig bewertet, hat auch eine Dividendenrendite von circa 9% und ist dementsprechend nicht nur für Dividendenliebhaber dort relativ interessant, sondern auch für uns Value-Investoren. Und dementsprechend wollen wir uns das Ganze heute einmal genauer anschauen. Wir schauen uns natürlich wieder die Performance der letzten Jahre etwas genauer an, sprechen auch einmal über die Bilanz, die meines Erachtens so ein bisschen das Problem bei dem Unternehmen ist, und kommen dann natürlich wieder zu unserem Analyse-Tool, womit wir dann einmal den fairen Wert der Aktie näher bestimmen werden. Die einzelne Aktie von British American Tobacco notiert momentan bei 28,88 Euro und das bedeutet, das Gesamtunternehmen wird an der Börse mit einem Wert von ca. 71 Milliarden Euro gehandelt. Wir hatten zwar auch innerhalb des letzten Jahres ein Aktienrückkaufprogramm, haben aber auch zwischenzeitlich immer mal wieder neue Aktien emittiert, sodass die Anzahl der Aktien innerhalb der letzten 5 Jahre im Endeffekt jetzt bei plus minus 0% liegt, sodass im Endeffekt keine wirkliche Verwässerung unserer Anteile stattgefunden hat. Wobei würde ich das erstmal soweit neutral bewerten. Wofür natürlich BAT sehr bekannt ist, ist vor allem durch deren Dividendenzahlungen auf den aktuellen Kurs hochgerechnet, entspricht das einer starken Dividendenrendite von ca. 9,2%. Und auch wenn das Unternehmen jetzt nicht nochmal eine gesonderte Einführung bräuchte, weil es natürlich so extrem bekannt ist, verschaffen wir uns trotzdem nochmal einen ganz kleinen Überblick über das Produktportfolio. Wir haben hier zum Beispiel Marken wie Dunhill Kent, Lucky Strike, aber auch zum Beispiel Pall Mall enthalten, die hier in Deutschland extrem wichtig sind, weil die im Endeffekt in der zielrelevanten Gruppe, das heißt bei den Rauchern unterhalb von 30 Jahren, den größten Marktanteil stellt und damit dann vermutlich auch die nächsten Jahre noch in Deutschland weiterhin sehr gut verkauft werden. Und natürlich auch sowas wie Camel und American Spirit sind in unserem Produktportfolio enthalten. Und dazu kommen dann nochmal extrem viele kleinere Marken, die aber nur in einzelnen oder spezifischen Ländern angeboten werden. Hier in Deutschland gehört dann zum Beispiel sowas wie Fairplay, ich glaube auch Samson Tabak und Schwarzer Krause dazu, die natürlich jetzt nicht so exorbitant hohe Verkaufszahlen generieren, aber trotzdem deutlich zu den Umsätzen und auch zu den Gewinnen beitragen. Und womit wir jetzt im Endeffekt die letzten Jahre und vermutlich auch die nächsten Jahre noch relatives Wachstum generieren können, ist vor allem über unsere neuen Produkte, die wir eingeführt haben. Und hier möchte ich vor allem den Bereich der Vuse herausheben. Das sind im Endeffekt E-Zigaretten, die wir eingeführt haben. Und diese E-Zigaretten basieren im Endeffekt auf einem geschlossenen System. Das heißt, die können nicht wieder mit Liquids aufgefüllt werden. Das heißt, man kauft die sich und dann hat man irgendwie 300, 400, 500 Züge da dran. Und danach sind die leer und werden weggeschmissen und werden dann im Endeffekt nachgekauft. Und die haben innerhalb der letzten Jahre extremer Beliebtheit unterlegen und haben dementsprechend dann auch hier deutliches Wachstum verzeichnen können. Das werden wir uns sofort aber auch nochmal im Halbjahresbericht etwas genauer anschauen. Zunächst schauen wir uns aber erstmal noch die Performance der letzten Jahre etwas genauer an und hier müssen wir das Wachstum aus dem Jahr 2018 so ein bisschen außen vor klammern, weil das ist im Endeffekt dadurch zustande gekommen, dass wir die Reynolds American Tobacco Unternehmen komplett akquiriert haben. Das heißt, wir hatten vorher schon einen Anteil von ca. 60% an dem Unternehmen und haben das Ganze auf 100% Anfang 2018 erhöht, was dann natürlich hier zu diesem deutlichen Umsatzanstieg geführt hat. Schaut man sich aber ansonsten die nachfolgenden Jahre an, muss man sagen, erstmal übergeordnet haben wir zwar Wachstum oberhalb der Inflationsrate generiert bekommen und damit auch real. Trotzdem muss man sagen, das Wachstum ist relativ dürftig und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir in den weiteren Zukunft jetzt hier nochmal exorbitant hohe Sprünge generiert bekommen. Auch wenn natürlich der E-Zigarettenbereich noch eine gewisse Zukunftsversprechen mit sich bringt, sehen wir halt einfach in unserem Kernbereich, das heißt wirklich der Tabak- und Zigarettenkonsum, haben wir gewisse Probleme vorherrschen. Das heißt, die politisch-regulatorischen Maßnahmen weltweit nehmen immer weiter zu. Die Produkte werden immer weiter verteuert und das führt natürlich dann im Optimalfall, wenn die Leute aufhören wollen, dann natürlich dazu, dass sie auf unsere E-Zigaretten umsteigen. Aber im schlimmsten Fall hören die Leute komplett auf, was sich dann hier, wie gesagt, negativ auf die Umsätze bzw. Umsatzwachstumszahlen in der Zukunft erstmal auswirken wird, weswegen ich jetzt hier nicht unbedingt von exorbitant hohen Sprüngen in der Zukunft ausgehen würde. Schaut man sich die Gewinnmarge der letzten Jahre an, muss man sagen, im Schnitt liegt das irgendwo bei ca. 25%. Nimmt man den Gewinn aus dem letzten Jahr, setzt den hier oben ins Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis, kommen wir auf ein KGV von ungefähr 9, was soweit erstmal in einem sehr, sehr günstigen Bereich notiert. Wo ich nochmal so ein bisschen darauf hinweisen möchte, ist für all diejenigen, die das Ganze wegen der Dividende kaufen, wenn wir den Gewinn hier aus dem letzten Jahr nehmen und das Ganze einmal im Verhältnis zu den ausstehenden Aktien anschauen, sehen wir, dass ca. 80% der Gewinne als Dividende ausgeschüttet wird. Und natürlich
Dazu springen wir nämlich jetzt einmal in die Halbjahrespräsentation 2023 hinein und wir sehen hier erstmal im Bereich der New Categories, was wie gesagt das größte Wachstumsversprechen in dem Unternehmen ist, dass wir hier im direkten Jahresvergleich die Umsätze um weitere 27% gesteigert bekommen haben. Und so wie der Verlauf hier aussieht, wird sich das die nächsten Jahre vermutlich noch weiter fortsetzen. Hier ist natürlich dann die Frage, wie lange und wie hoch wird das Wachstum die nächsten Jahre ausfallen. Wir sehen auch, was die Marktanteile angehen, dass wir mit unserer Marktreihe Views im Endeffekt das Ganze noch weiter erhöhen konnten. Wir sind in 36 Staaten im Endeffekt Marktführer und das heißt, je länger und je größer der Markt wachsen wird, desto größer wird dann natürlich unser Stückchen Kuchen in dem Bereich sein. Trotzdem muss man aber sagen, momentan macht das mal gerade circa 10% unserer Umsätze aus und auch wenn wir dort hervorragendes Wachstum generieren konnten, an den Gesamtumsätzen hat das mal gerade zu einem Wachstum von circa 4,4% im direkten Jahresvergleich geführt und ich gehe auch davon aus, dass das ungefähr die Wachstumsrate von circa 3 bis 4% die nächsten Jahre sein wird, wie wir unsere Gesamtumsätze gesteigert bekommen. Wir sehen aber auch hier für unsere New Categories hat man als Ziel für Ende 2025 bekannt gegeben, circa 5 Milliarden Pfund Umsatz generieren zu wollen. Das wären umgerechnet circa 5,7 Milliarden Euro. Das wären auf die Gesamtumsätze immer noch erstmal ein Marktanteil von circa 15%. Und auch wenn sich das Ganze möglicherweise jetzt relativ positiv anhört und auch vor allem in Kombination mit der günstigen Bewertung des operativen Geschäftsbereichs, darf man nie vergessen, wir kaufen nicht nur einen operativen Geschäftsbereich eines Unternehmens, sondern auch immer die dahinterstehende Bilanz. Und das ist ein Punkt, den man meines Erachtens bei British American Tobacco sehr negativ betrachten sollte. Schaut man sich das erstmal ganz grob für die letzten Jahre hier an, muss man sagen, die Motivation, die Verschuldung in irgendeiner Art und Weise massiv zurückzuführen, war bei dem Unternehmen jetzt nicht unbedingt gegeben. Und das wird sich meines Erachtens auch in naher Zukunft hier negativ auf die Dividendenzahlung nämlich auswirken. Und das liegt nämlich auch daran, und das haben wir schon häufiger besprochen, wenn wir hier in die Jahresbilanz 22 hineinspringen und uns sozusagen wirklich nur die Verschuldung anschauen, die auch einer Zinsbindung unterliegt, dann sehen wir hier oben 38,5 Milliarden Pfund. Nimmt man noch die hinzu, die dieses Jahr auslaufen, in Höhe von 4,4 Milliarden Pfund, sind wir bei insgesamt 43 Milliarden Pfund an Schulden. Rechnet man jetzt noch die Cash-Position, die vorliegend ist, hinaus, haben wir insgesamt 39,5 Milliarden Euro Pfund an Netto-Schulden, was auf den aktuellen Wechselkurs von 1,50 Euro circa eine Nettoverschuldung von 47 Milliarden Euro bedeuten würde. Erstmal ins Verhältnis gesetzt zu den Gewinnen des letzten Jahres sieht man damit schon mal, dass das Faktorverhältnis irgendwo 1 zu 6,5 beträgt, was schon mal zeigt, dass das eigentlich wesentlich zu hoch ist und vor allem die Gefahr, die jetzt halt für die Dividenden damit einhergehend ist, ist halt einfach, dass diese 46 Milliarden Euro entweder halt irgendwann refinanziert werden müssen, weil die Verschuldung die nächsten Jahre immer durchlaufen würde und dann halt zu neuen Zinssätzen, die ja die letzten Jahre sich erhöht haben, dann neu aufgenommen werden müssten. Bei 1, 2 oder 3% bedeutet halt, wie gesagt, jeder Prozentsatz eine zusätzliche Zinsbelastung in Höhe von 500 Millionen Euro. Bei 2% würde das schon eine Reduzierung des Gewinnes von 1 Milliarde Euro bedeuten, bei 3 sogar von 1,5 Milliarden und damit wäre dann auch schon gar nicht mehr die Möglichkeit, die Dividende in der Höhe auszuschütten. Die zweite Option ist halt einfach, dass British American Tobacco hier die Verschuldung ernst nimmt und anfängt, die Verschuldung zurückzuführen. In der Sekunde ist dann aber auch nicht mehr gegeben, dass wir 80% unserer Gewinne ausschütten, weil wir dann halt mehr und mehr Gewinne für die Schuldentilgung nutzen müssten und damit dann möglicherweise dann nur noch 60% der Gewinne ausgeschüttet werden könnten. Und rechnet man das Ganze jetzt einmal zusammen, um auf den bilanziellen Buchwert zu kommen, wobei man sagen muss, bei den langfristigen Vermögenswerten sind auch noch 50 Milliarden Euro ungefähr Goodwill enthalten, haben wir hier einen bilanziellen Buchwert in Höhe von 86,5 Milliarden Euro. Im Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis kommen wir damit auf ein Kursbuchverhältnis von 0,82, was soweit halbwegs günstig ist, aber auch schon zeigt, dass das nicht unbedingt ähnlich wie der operative Geschäftsbereich in einem sehr, sehr günstigen Bereich momentan notiert. Und damit sind wir dann auch einmal schon in unserem Analyse-Tool, wo wir jetzt wieder verschiedene Prognosen für die Zukunft durchspielen werden, um damit dann den fairen Wert der Aktie näher zu bestimmen. Und prinzipiell bin ich erstmal davon überzeugt, dass zumindest der klassische Bereich, das heißt der Tabak- und der Zigarettenbereich, sich die nächsten 10 Jahre hinweg nicht unbedingt super entwickeln wird. Das heißt, wir können froh sein, wenn wir hier in Höhe der Inflationsrate von 2% ungefähr ein Wachstum generiert bekommen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn das Ganze sogar leicht unterhalb der Inflationsrate, das heißt mit irgendwo 1,5%,
1,7% und damit real gesehen sogar einen leichten Rückgang verzeichnen würde, weil, wie gesagt, die politischen und regulatorischen Maßnahmen und die Verteuerung werden normalerweise dazu führen, dass dort die Nachfrage leicht rückläufig sein wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, wir sind absoluter Marktführer mit unseren E-Zigaretten und das wird ein Markt sein, der die nächsten Jahre sich noch sehr, sehr hervorragend vermutlich entwickeln wird und dementsprechend zu einem erheblichen Wachstum bei British American Tobacco hinzufügen wird bzw. beitragen wird. Schaut man sich das einmal hier hinsichtlich der Analystenschätzungen an, dann gehen die davon aus, wir werden auch irgendwo ein Wachstum von 4, vielleicht 4,5%, im Maximum vielleicht 5% sehen. Und dementsprechend werde ich jetzt hier auch im normalen Bereich das Ganze mit 4,5 und anschließend wird sich das Ganze nach 5 Jahren auch im E-Zigarettenbereich etwas verlangsamen und dann auf 4% absenken. Im Best-Case-Falle wird das Ganze sich natürlich noch besser ausspielen auf 5,5% und anschließend 5%. Und im konservativen Bereich werden wir das Ganze bei 3,5 und 3% ansetzen. Bezüglich der Gewinnmarge haben wir gesehen, das lag im Schnitt bei 25%. Im konservativen Bereich wird es etwas schlechter ausfallen, im Best-Case-Falle dann natürlich etwas besser und im normalen Bereich werden wir unsere durchschnittliche Gewinnmarge von 25% beibehalten. Die Free Cashflow-Quote war eigentlich die letzten Jahre immer in Höhe der Gewinnmarge. Dort würde ich die auch ungefähr einsetzen, lediglich ein Prozentsatz darunter. Das heißt, sollte erstens, damit wir hier nochmal einen Vergleichswert haben und zweitens, wenn wirklich die Verzinsung auf die Schulden zulegen sollte, dass damit dann halt auch dementsprechend die Gewinnmarge normalerweise etwas rückläufig sein sollte, weil, wie gesagt, die Zinsbelastung dann auf die Gewinne etwas stärker drücken sollte und damit die Gewinnmarge leicht rückläufig wäre. Hinsichtlich des KGVs, dadurch, dass wir ja eigentlich auch hier die Nettoschulden mit berücksichtigen und mit in den fairen Wert berechnen, werde ich die KGVs bei den handelsüblichen Werten eintragen, das heißt 13, 15 und 17 in dem Falle. Und unsere jährliche Rendite, die wir mit unseren Investments erzielen wollen, lasse ich natürlich bei 10% für die nächsten 10 Jahre. Und hierbei sehen wir schon lediglich im konservativen Bereich, dass der faire Wert noch unterhalb des aktuellen Preises liegt. Im Bereich des normalen und auch in dem Best Case sehen wir, dass das teilweise sogar schon deutlich oberhalb des aktuellen Preises notiert. Und damit kommen wir noch einmal zu meinem persönlichen Fazit. Erstmal von mir vorab wieder der Hinweis, das Ganze hier stellt keine Anlageberatung dar. Ihr seid eigenverantwortlich, was eure Investments angeht. Und ihr müsst natürlich für euch auch Gedanken machen, in welchem Wachstumsszenario ihr euch am ehesten wiederfindet. In dem Bereich oder in dem Bereich oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ich für meinen Teil muss gestehen, die Aktie ist momentan auf einem relativ günstigen Niveau. Hier kann man schon mal wirklich überlegen, eine Position einzugehen. Ich habe auch keine Zweifel daran, dass wenn man hier eine Position eingeht, über die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich eine Verdopplung seines Investments durch Dividendenzahlungen und Kursgewinne verzeichnen würde. Aber eine Verdopplung über 10 Jahre ist nur eine durchschnittliche Rendite von circa 7% und wir wollen mindestens 10% und das natürlich mit einer relativ großen Sicherheit. Und ich würde mich zwar hier in diesem Wachstums Wert in dem normalen Bereich verordnen. Da muss ich aber gestehen, die Differenz zwischen dem fairen Wert und dem aktuellen Preis ist mir nicht hoch genug. Die Margin of Safety ist mir da nicht breit genug. Hat einfach den Hintergrund, wir haben immer noch mit der Zukunft zu tun und das vor allem über einen Zeitraum von 10 Jahren und da kann natürlich noch jede Menge dazwischen kommen, sodass, wenn ich hier auch meine Erwartungen bzw. meine Prognosen eintrage, natürlich erhoffe, dass, wenn hier irgendwas passieren sollte, dass ich trotzdem noch meine 10%ige Rendite generiert bekomme. Und da muss ich gestehen, sind mir die Unsicherheiten drumherum wesentlich zu groß. Wie gesagt, wir haben eine sehr schlechte Bilanz, was halt dazu führen kann, dass möglicherweise die Zinszahlungen deutlich in der Zukunft steigen und deswegen die durchschnittliche Gewinnmarge auch nach unten korrigiert werden könnte. Es kann auch sehr gut sein, dass die Politik, ähnlich wie auch bei normalen Zigaretten, irgendwann sagt, okay, im E-Zigarettenbereich werden wir jetzt auch nochmal kräftig die Steuern drauf anheben und das Ganze wesentlich verteuern, was das Wachstum nochmal hier vielleicht dann negativ beeinflussen würde. Das sind dann sozusagen alles Faktoren, die noch mit reinspielen. Und was mich noch so ein bisschen auch abschreckt, was zumindest diesen E-Zigarettenbereich angeht, ich habe keine Zweifel daran, dass das auf alle Fälle die nächsten Jahre noch Wachstum mit sich bringen wird. Die Sache ist halt nur, der gesamte E-Zigarettenbereich besteht aber aus 2 Teilen und wir bieten im Endeffekt nur Einwegzigaretten, also diese geschlossenen Systeme an. Das heißt 500 Züge oder 300 Züge und dann wird das Ding weggeschmissen und dann muss ich es mir neu kaufen. Jeder Mensch, der im Endeffekt fest geraucht hat und den Umstieg auf diese E-Zigaretten schafft oder nicht geraucht hat und die mit E-Zigaretten angefangen hat, der wird das mit diesen geschlossenen Systemen nur sporadisch machen bzw. zwischendurch betreiben. Wenn jemand wirklich dauerhaft auf E-Zigarette umsteigen würde, dann macht er das vielleicht
vielleicht 1, 2 Jahre mit diesem geschlossenen System und irgendwann denkt er sich wahrscheinlich auch, warum kaufe ich mir nicht eine E-Zigarette für 70, 80 €, die ich dann aber selber nachfüllen kann. Und deswegen ist das sozusagen auch eine gewisse Gefahr, auch wenn der E-Zigarettenbereich natürlich, wie gesagt, ein gewisses Wachstumspotenzial mit sich bringt, darf man halt nicht vergessen, wir decken nur einen gewissen Bereich innerhalb der E-Zigaretten ab. Und das ist sozusagen auch nochmal so ein kleiner Faktor, der mich so ein bisschen hier zweifeln lässt. Und deswegen alles in allem, ja, die Aktie ist günstig. Man kann hier auf alle Fälle überlegen, eine Position einzugehen. Für mich ist es halt noch nicht günstig genug, beziehungsweise die Unsicherheiten drumherum, vor allem auch im Kerngeschäft, sind mir da leider wesentlich zu hoch.